Zum ersten Mal bereist an diesem Sonntag ein Oberhaupt der katholischen Kirche die arabische Halbinsel. Papst Franziskus bricht zu einer dreitägigen Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate auf. In der Hauptstadt Abu Dhabi will er sich mit Geistlichen anderer Religionen treffen, den Dialog ausbauen. Vor seiner Abreise wandte sich Franziskus in einer Videobotschaft an das islamische Land. Er sagte, der Glaube an Gott vereint und spaltet nicht. Er bringt die Menschen näher trotz ihrer Differenzen und hält sie fern von Feindseligkeit und Abneigung. Der Besuch des Papstes gilt für viele als historisch. Franziskus sagte, er freue sich, ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen den Religionen zu schreiben.